Hallihallo, Hallöchen, meine Lieben. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und eingeschalten habt und ja, euch wieder inspirieren lassen wollt, wie man vielleicht ein bisschen mehr Geld sparen kann. Und wie ihr wisst, wenn ihr mich schon seit dem Anfang verfolgt, und zwar seit ungefähr 4 Monaten jetzt, mache ich YouTube, dann wisst ihr, ich mache einmal im Monat eine Spar-Challenge. Die erstelle ich selber und die könnt ihr auch kostenlos immer downloaden. Der Link dafür ist unten in der Infobox. Heute ist dann wieder ein Monat vorbei und für den Monat September habe ich wieder eine Spar-Challenge entwickelt, entworfen. Und zwar geht es im September darum, mal nichts zu kaufen, beziehungsweise seinen Konsum wirklich auf ein Minimum zu reduzieren. Die Spar-Challenge nennt sich No-Buy-Challenge. Das ist keine ausgedachte Spar-Challenge, die ich mir jetzt ausgedacht habe. Die gibt es auch so schon. Vor allen Dingen bei den Leuten, die gerne minimalistischer leben wollen. Mir ist das in den Sinn gekommen, als ich nämlich meinen Vorratsschrank angesehen habe, vor allen Dingen im Hygieneartikelbereich. Es ist einfach unglaublich, wie viele Shampoos, Duschgels, Nagellacke und auch so, wie, also diese ganzen Hygieneartikel, das ist sowas von übergequollen bei mir. Da habe ich gesagt, da muss ich was ändern. Und dafür finde ich, ist halt die No-Buy-Challenge richtig gut geeignet. Vorneweg, ich habe zwei Ankündigungen. Einmal die wirklich größte Ankündigung bisher. Ich habe die 1000 Abonnenten hier auf YouTube geschafft oder erreicht und ich freue mich wirklich wahnsinnig und ich möchte mich bei euch tausendmal bedanken oder ganz, ganz herzlich bedanken, dass ihr mir folgt und auch immer so aktiv seid und das ist wirklich einfach nur der Wahnsinn. Das ist unglaublich. Aber wenn man dann überlegt, 1000 Leute, wenn ihr jetzt alle vor mir stehen würdet, oh mein Gott, ich würde kein Wort mehr rausbekommen. Das ist halt dann irgendwie wieder so, also es ist wirklich eine unfassbare Zahl. Da möchte ich auf jeden Fall nochmal ganz, ganz, ganz herzlich Danke sagen. Es wird auch ein Gewinnspiel geben. Das Gewinnspiel werde ich aber erst nächsten Monat machen, also jetzt im September, Anfang September, denn ich möchte gerne eine Videoreihe starten aus insgesamt 4 Teilen. Und das ist so, ja, wie steige ich ein ins Budget, ja, an was sollte ich denken? Und das habe ich halt in 4 Kategorien eingeteilt oder in 4 Teile. Und im ersten Video wird es dann die Verlosung geben. Und die zweite große Ankündigung ist, ich habe endlich meinen Etsy-Shop eröffnet. Es sind noch nicht wirklich viele Vorlagen online, das kommt jetzt aber alles nach und nach. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ihr mich da einfach mal besuchen würdet und ja, der Link dazu ist unten in der Infobox. Ich werde euch am Ende dann auch noch mal zeigen, welche Vorlagen ich da im Moment online habe. Ach ja, das darf ich jetzt nicht vergessen zu sagen. Und zwar zur Shop-Eröffnung habe ich einen Rabatt eingerichtet im Wert von 15% auf alles. Und das ist auch direkt im Shop angegeben. Ihr braucht dafür keinen Code oder so. Das ist einfach, wenn ihr jetzt auf meinen Etsy-Shop geht, dann ja, wird euch dann direkt der reduzierte Preis angezeigt. Der Code geht bis nächsten Freitag, also eine Woche lang. Kommen wir jetzt aber zur Spar-Challenge. Hier seht ihr die neue Spar-Challenge. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. In meinem Shop, in meinem Etsy-Shop, die Spar-Challenges kriegt ihr ja immer kostenlos. Allerdings verkaufe ich sie auch nochmal angepasst. Es gab ja hier und da nochmal ein paar Sachen, die ja angepasst werden mussten. Ja, weil es einfach optisch nicht so optimal aussah. Genauso wie meine Logos hier unten immer in der Ecke, die habe ich auch entfernt und die könnt ihr jetzt auch für wenig Geld, wenn ihr wollt, auch gerne über meinen Online-Shop, ja, erwerben. Ansonsten, wenn euch das nichts ausmacht, dass da unten halt in der Ecke immer ein Logo ist und es halt vielleicht mal ein paar grafische Fehler gibt, dann könnt ihr den auch kostenlos downloaden. Der Link dazu ist wie immer unten in der Infobox. Fangen wir an. Erstmal mit meiner Spar-Challenge für diesen Monat. Ich würde mich natürlich wieder super freuen, wenn ihr auch dabei seid. Lasst es mich doch einfach wissen unten in den Kommentaren, wenn ihr auch daran teilnehmen wollt oder daran teilnehmt. Die Vorlage ist wie immer unten, habe ich ja schon gesagt, in der Infobox kostenlos zu finden oder halt über meinen Etsy-Shop zu erwerben. Ja, wir sind vorhin stehen geblieben. No-Buy-Challenge. Was ist das denn überhaupt? Ich habe ja gesagt, man hat einfach, oder nicht, vielleicht auch nicht jeder, aber ich auf jeden Fall, ich habe viel zu viele Hygieneartikel. Und auch so, ich habe viel zu viel Deko. Ich kaufe mir viel zu viel Deko, viel zu viel Washi-Tapes, wenn ihr mich jetzt schon verfolgt. Ich möchte einfach mal einen Monat versuchen, ein wenig minimalistischer zu leben. Und dafür ist halt die No-Buy-Challenge die beste Möglichkeit. Es ist quasi eine Kaufdiät.
Ich möchte Vorräte an Lebensmitteln, Beauty- und Hygieneartikeln aufbrauchen und auch gerne ein Buch lesen, welches ich hier habe, denn ich habe so viele Bücher hier, die alle noch nicht gelesen sind. Und ja, da ist wirklich höchste Eisenbahn, dass da mal was gelesen wird, weil sonst versauern die hier noch. Also Sinn und Zweck einer No-Buy-Challenge ist es also, das alles aufzubrauchen und zu nutzen, was man hat und sich nichts Neues zu kaufen. Diese Spar-Challenge ist so aufgegliedert, dass es der Kalender für den September ist. Die Spar-Challenge, die ihr auch kostenlos erhaltet, ist für den Monat September. Die ihr erwerben könnt, ist für individuell anwendbar, für jeden Monat, den ihr ja gerne wollt. Ziel dieser No-Buy-Challenge ist es also, innerhalb eines Monats das Kauf oder seinen Kaufkonsum zu minimieren und wenn man einkaufen geht, auch Lebensmittel zählen. Bei mir jetzt darunter, ihr könnt natürlich die Herausforderung eingehen, wie ihr möchtet, könnt da Lebensmittel rauszählen. Ich nehme es auch mit rein, denn ich möchte versuchen, gezielter einkaufen zu gehen. Ich gehe jetzt wirklich fast jeden zweiten Tag einkaufen, aber immer nur mal irgendwas. Und das möchte ich auch reduzieren. Ich möchte versuchen, wirklich allerhöchstens zweimal in der Woche Lebensmittel zu kaufen. Ja, die Spar-Challenge bestraft einen dann quasi dafür, dass man einkaufen war, dass man nicht minimalistisch gelebt hat oder dass man halt nicht ja, das reduziert hat, sage ich mal. Für jeden Tag, an dem ich dann etwas gekauft habe, werde ich wieder 2 Euro Strafgebühr bezahlen. Diese Strafgebühr ist wieder individuell, wie bei allen anderen Challenges auch, einzutragen. Das heißt, ihr könnt dort auch 1,50 Euro oder 5 Euro, wie ihr das möchtet. Genauso ist es aber auch, ihr müsst es nicht als Strafgebühr machen. Ihr könnt es auch andersherum machen, dass ihr sagt, immer wenn ihr es geschafft habt, nicht einkaufen zu gehen, belohnt ihr euch mit 2 Euro oder 1 Euro oder so. Ich habe mich aber für die Strafgebühr entschieden. So, wie läuft das jetzt alles ab? Angenommen, ich bin jetzt am 1. September Lebensmittel einkaufen gegangen. Dann würde ich jetzt hier bei mir reinschreiben, Lebensmittel und in die Ecke 2 Euro. Ups, da habe ich mich verschrieben. Dafür sind diese Stifte halt wirklich super, weil man die immer wieder wegradieren kann, aber sie sehen nicht aus wie Bleistifte. Also sind auch keine Bleistifte. Die Stifte verlinke ich euch wie immer unten in der Infobox. Genau, ich schreibe mir also immer auf, wenn ich was eingekauft habe, was ich eingekauft habe, wie zum Beispiel Lebensmittel oder Hygieneartikel oder Deko, Klamotten. Ich versuche halt es nicht zu machen, aber wenn es dazu kommt, dann schreibe ich rein, was ich gekauft habe, um am Ende des Monats das Ganze mal Revue passieren zu lassen, um zu gucken, habe ich es geschafft, wirklich mein Ziel von maximal zweimal in der Woche Lebensmittel einkaufen zu gehen, erreicht habe. Einfach um sich selbst auch so ein bisschen zu kontrollieren. Wenn ich dann am zweiten angenommen zum Beispiel nichts eingekauft habe, würde ich dort das Feld freilassen. Und ja, wie gesagt, dann immer nur, wenn ich jetzt zum Beispiel am 4. dann Deko gekauft hätte, würde ich jetzt hier Deko schreiben und auch hätte ich da zum Beispiel auch Hygieneartikel. Dann würde es aber trotzdem bei 2 Euro bleiben. Also es erhöht sich nicht pro Kategorie, sondern wirklich nur, habe ich dort was gekauft oder nicht an dem Tag und wenn nicht, dann werde ich kein Geld sparen und ansonsten 2 Euro Strafgebühr zahlen. Am Ende des Monats könnt ihr dann die ganzen Beträge zusammenrechnen und hier unten in dieses Kästchen schreiben. Ich finde eigentlich, das ist wirklich eine richtig coole Challenge und es challenged mich halt auch wirklich, also es fordert mich auch wirklich heraus, weil ich halt wirklich in letzter Zeit sehr, sehr viel einkaufen war, vor allen Dingen Lebensmittel und ich möchte das wieder in den Griff bekommen. Ich möchte auch definitiv diesen Monat, also September, im September wieder Einkaufslisten schreiben, wieder Pläne schreiben, was ich essen möchte in der Woche, also Essenspläne. Somit denke ich, kann man auch verhindern, dass man halt öfter als zweimal einkaufen geht. Wo ich mir noch nicht so ganz sicher bin, da könnt ihr mir ja mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das machen würdet. Würdet ihr bei der No-Buy-Challenge auch Aktivitäten drunter zählen? Das heißt zum Beispiel, wenn ich in den Heidepark fahre oder wenn ich essen gehe, würdet ihr das auch unter die No-Buy-Challenge zählen? Da bin ich mir irgendwie noch so ein bisschen unsicher. Da könnt ihr mir einfach mal sagen, was ihr davon haltet. Somit sind wir dann eigentlich auch schon fertig mit der No-Buy-Challenge. Ich möchte euch jetzt noch einmal, bleibt auf jeden Fall dran, die Sparvorlagen zeigen, die ich jetzt in meinem Shop anbiete. Einmal die 52-Wochen-Challenge zum Draufkleben irgendwo. Oder ihr könnt das auch einfach nur abheften, das ist euch ja überlassen. Das könnt ihr auch in verschiedenen
Größen ausdrucken. Ich werde das aber, ich hoffe, ich werde es noch schaffen, rechtzeitig für das Video hier. Da würde ich dann gerne die Spar-Challenge noch einmal machen für diese Umschläge hier, dass man halt auch in diesen Umschlägen und nicht in so einer Box hier zum Beispiel das Geld sparen kann für die 52-Wochen-Challenge. Die 52-Wochen-Challenge ist, falls ihr das noch nicht kennt, man spart halt in Woche 1 1 Euro, in Woche 2 2 Euro, 3 Euro, 4 Euro und so weiter, bis man dann am Ende der 52 Wochen 1378 Euro gespart hat. Ich mache das aber ein bisschen anders, weil ich das ein bisschen schwierig finde, am Anfang nur die Kleinbeträge zu haben und am Ende nur die großen, sodass ich wirklich wahllos, also individuell irgendwelche Beträge nehme. Und das dann halt hier in diese Box packe. Das habe ich auch selber ja, gebastelt. Sowas mache ich manchmal ganz gerne. Ich werde hier aber, wie gesagt, nochmal ein Hochformat anfertigen, damit ihr das, wenn ihr solche Umschläge habt, auch gut da reinpacken könnt. Obwohl ihr das ja hier auch, ihr seht ja, könntet ihr rein theoretisch auch hier reinpacken. Diese Vorlage gibt es auch in meinem Shop. Und dann komme ich jetzt zu meinen neuen Babys, sage ich jetzt mal. Und zwar sind das Vorlagen, die speziell für meine Videoreihe geplant sind. Ihr könnt sie aber jetzt auch schon downloaden, weil ich meine, sie sind eigentlich relativ selbsterklärend. Die gibt es auch in zwei verschiedenen Farben. Einmal in dieser Farbe und einmal in rosa. Ja, da ist für jeden etwas dabei. Hier habe ich mal ein anderes Format ausgewählt, deswegen sieht das jetzt hier ein bisschen kleiner aus. Das könnt ihr wieder dann mit euren Druckeinstellungen individuell ausdrucken, wie ihr das möchtet. Ja, fangen wir kurz an. Ich will sie euch ganz kurz im Schnelldurchlauf erklären, aber meine Videoreihe dazu kommt ja noch. Aber falls ihr euch die jetzt schon holen wollt, damit ihr genau wisst, was ihr da machen müsst. Und zwar ist diese Übersicht hier ja eine Jahresübersicht. Hier könnt ihr euch aufschreiben, zum Beispiel meine Idee, was alles für fixe Kosten anfallen über das Jahr verteilt. Nicht die monatlichen, die ihr monatlich in euren Fixkosten schon eh einberechnet habt, sondern die, die wirklich jährlich einmal, halbjährlich oder im Quartal nur anfallen. Bei mir ist das zum Beispiel die Autoversicherung. Die ist im Januar fällig. Dann schreibe ich mir das hier rein und das sind jetzt zum Beispiel mal 300 Euro. Dann fällt zum Beispiel im Juni die Hausrat an mit 60 Euro. Und so könnt ihr alle eure Beträge immer hinschreiben und eure Versicherungen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch schreiben, wann genau die fällig ist, dann zum Beispiel im Januar. Und so habt ihr auf einen Blick erstmal, um euch erstmal zu finden, um den Anfang zu finden für ein Budget, alle jährlichen Fixkosten auf einen Blick. In dem zweiten Schritt habt ihr dann diese Vorlage hier. Diese Vorlage hier ist dafür da, die gerade aufgeschriebenen Sinking Funds, Sinking Funds 1, so nenne ich sie, hier nochmal aufzuschreiben, um zu gucken, wie viel muss ich denn wirklich monatlich zur Seite legen, damit ich am Ende, wenn es dann fällig ist, die Zahlung, Betrag X zusammen habe. Das heißt zum Beispiel, bei mir war es jetzt die Autoversicherung. Der Gesamtbetrag waren die 300 Euro. Der Zahltag ist meinetwegen mal der 1.1.2022. Die Rate beträgt jetzt also, wir sind ja jetzt im September, das heißt, wir sind jetzt hier. Das heißt, wir haben noch bis Januar, also Januar würde ich als Rate noch mit reinzählen, aber das könnt ihr auch wieder anders entscheiden. Ich zähle die Rate im Januar noch mit rein. Sind es ja noch 1, 2, 3, 4, 5 Monate, bis der Betrag von 300 Euro fällig ist. Das heißt, ich würde jetzt die 300 Euro geteilt durch 5 Monate nehmen und komme dann auf eine monatliche Rate von 60 Euro. Zahlweise ist zum Beispiel Überweisung vom Vivid-Konto. Dass man ganz genau weiß, wo geht das ab oder Lastschrift oder so, ne, dass man das hinschreibt. Die Laufzeit geht meinetwegen noch bis zum 1.1.2023 und so kann man dann gucken, wann es wieder gekündigt werden muss. Die Rate beträgt ja 60 Euro. Im September haben wir angefangen mit 0 Euro, weil wir ja noch nicht angefangen haben, dafür zu sparen. Die Rate sind 60 Euro und am Ende des Monats haben wir im besten Fall dann 60 Euro. Im Oktober würde es dann anfangen mit 60 Euro aus dem September. Wir würden wieder 60 Euro dazu tun und wären am Ende Oktober bei 120 Euro und so weiter. Das heißt, im November fangen wir an mit 120 Euro, geben dazu 60 Euro und enden damit 180 Euro. Und so sind wir jetzt im Januar bei 300 Euro. Hier wäre ja dann der Zahltag. Das heißt, ihr habt dann schon 5 Monate zuvor oder 4 Monate zuvor schon angefangen zu sparen und habt dann die 300 Euro. Habt aber Ausgaben im Januar eigentlich ja nur die 60 Euro.
Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und so könnt ihr das wirklich für alle erdenklichen, jährlichen, halbjährlichen, quartalsmäßigen Sachen machen. Das könnt ihr mit dieser Vorlage Sinking Funds Sparplan machen. Und dann kommen wir nochmal ganz zum Schluss. Das sind dann die Sinking Funds 2, so nenne ich sie ja immer. Ich habe das jetzt nur nicht hier hingeschrieben, weil das ja individuell ist. Sie können sie auch 3 oder 4 nennen. Deswegen habe ich einfach nur meine Sinking Funds gesagt. Und zwar sind das hier die Sinking Funds, die individuell sind. Das heißt, es gibt nicht, wie bei den anderen Sinking Funds, die wir gerade hatten, feste Daten, wo irgendwelche Kosten anfallen, sondern das sind unvorhersehbare Geschehnisse oder Ereignisse, die auch anfallen können, wie zum Beispiel das Auto geht kaputt. Man weiß, irgendwann wird das mal dazu kommen, man weiß aber nicht wann und auch nicht in welcher Höhe. Und darum spart man für diesen Fall der Fälle einfach schon mal ein bisschen an, dass wenn dann der Fall eintritt, man schon so einen kleinen Puffer hat. Und dafür ist dann diese Vorlage hier geeignet. Da könnt ihr dann, wie zum Beispiel gerade gesagt, das Auto reinschreiben. Das Sparziel, damit ist dann gemeint, wie viel möchte ich maximal in diesem Bereich sparen. Zum Beispiel, man sagt, man hat eh so ein kaputtes Auto, da lohnt sich eine Reparatur von 2000 Euro nicht mehr. Ich möchte maximal 1000 Euro sparen, sage ich jetzt einfach mal. Und Datum könnt ihr auch auslassen, wenn man da kein Enddatum hat. Ihr könnt das aber auch zum Beispiel sagen, ihr möchtet gerne ein neues Auto kaufen für 10.000 Euro bis dann und dann. Und bei wo ist dann gemeint, wo möchtet ihr das Geld sparen? Das heißt bar, bei Vivid oder auf einem anderen Bankkonto, wie ihr möchtet, wie ihr lustig seid. Und das könnt ihr dann hier hinschreiben, um einfach eine Übersicht zu haben. Und dann könnt ihr einfach, das ist ja ganz selbsterklärend, hier reinschreiben, wenn ihr zum Beispiel am 1.9. eine Einzahlung tätigt, das erste Mal von 50 Euro, dann habt ihr dann hier in der Summe 50 Euro. Und so geht es dann immer weiter. Hat man mal eine Ausgabe, zieht man es hier ab und zieht es dann nachher hier hinten auch von der Endsumme ab. Ja, das sind eigentlich die Vorlagen, die finde ich, also ich persönlich finde sie richtig gut. Mir hätten sie damals auf jeden Fall sehr, sehr stark geholfen. Und wie gesagt, ihr könnt euch die ganzen Vorlagen auch in anderen Größen ausdrucken. Ihr müsst sie dann nur ausschneiden. Hier habe ich zum Beispiel meine kleinere Vorlage gemacht. Moment. Wenn man zum Beispiel einen kleinen Planer hat, dann kann man das Ganze, ich glaube, das war jetzt, ich weiß gar nicht, welche Größe das war, aber das ist ja schon dann viel handlicher und das kann man dann auch in so kleine Ordner reinpacken. Ja, diese Vorlagen gibt es auf jeden Fall ab jetzt auf meinem Etsy-Shop oder in meinem Etsy-Shop. Und wie gesagt, nutzt auf jeden Fall die 15%, die es im Moment gibt, für eine Woche lang. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da oder auch einen Kommentar. Wenn ihr auch vielleicht Anregungen habt, was ich bei den Vorlagen noch ändern kann. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Das kommt auch schon morgen. Und bis dahin. Ciao!